Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tastebits. Heute habe ich ein wunderbares italienisches Rezept für euch. Wir machen ein Vitello Tonnato, das ist geschmortes Kalbfleisch zusammen mit einer cremigen Thunfischsoße. Ich zeige euch, wie das ganz einfach funktioniert. Für das Vitello Tonnato braucht ihr natürlich zunächst mal Kalbfleisch. Ich habe hier 900 Gramm Kalbfleisch aus der Keule. Ihr könnt beispielsweise Kalbsnuss nehmen oder ihr fragt gerne mal euren Metzger. Der wird euch bestimmt eine entsprechende Empfehlung geben. Das Fleisch, was ich hier habe, das habe ich über Nacht schon mal eingesalzen. Also einfach eine Prise Salz, eine Prise weißen Pfeffer drauf, abgedeckt im Kühlschrank stehen lassen. Dann wird es später noch ein bisschen aromatischer. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, wenn ihr es eilig habt, dann könnt ihr das Fleisch auch einfach so zubereiten. Und genau damit wollen wir jetzt auch loslegen. Zuerst mal schnappst du jetzt einen großen Topf und gibst 1,5 Liter kaltes Wasser in den Topf. Du kannst dein Kalbfleisch jetzt auch gerne direkt mit dazugeben. Es sollte so ungefähr bedeckt sein, also nicht zu viel Wasser verwenden. Koch es jetzt einmal auf. Und dabei kann es sein, dass sich so ein weißlicher Schaum hier bildet. Den kannst du mit einer Schöpfkelle oder auch einfach mit einem Löffel abschöpfen. Denn das sind überschüssige Eiweiße, die wir später nicht in unserem Vitello haben wollen. In der Zwischenzeit kannst du 2 Karotten, eine Zwiebel und 2 Stangen Staudensellerie kleinschneiden. Das Ganze gibst du jetzt mit zum Fleisch in den Kochform. Das gibt noch einen schönen Geschmack. Außerdem gebe ich ein paar Gewürze mit dazu. Ich habe hier 2 Lorbeerblätter, 4 Pimentkörner, 2 Gewürznelken, außerdem ein bisschen schwarzen Pfeffer und ja, noch 1 Teelöffel Salz kommt mit dazu. Lass das Fleisch jetzt für so ungefähr 45 Minuten ganz sanft in den Kochfond ziehen. Wichtig ist, dass das Ganze nicht kocht, sondern nur so ein bisschen simmert, denn wir wollen jetzt keinesfalls jetzt wirklich totschmoren oder totkochen, sondern es soll ganz, ganz sanft bei ungefähr 70, 75 Grad in diesem Wasserbad vor sich hinziehen. Ich koche das Ganze gerne mit Deckel, du kannst es aber alternativ auch ohne machen. Nach 45 Minuten, da kommt der Wein zu unserem Vitello bzw. zum Schmorfond für das Vitello Tonnato. Einfach 250 ml trockenen italienischen Weißen mit dazugeben. Das gibt dem Ganzen ein richtig schönes Aroma. Lass das Fleisch jetzt für weitere 45 Minuten in dem Sud ziehen. Gerne den Deckel aufgesetzt behalten natürlich. Und nach insgesamt 1,5 Stunden Kochzeit, da ist dein Vitello dann auch fertig. Du kannst es jetzt abkühlen lassen, am besten in dem Fond, damit es nicht austrocknet. Du musst es nicht komplett abkühlen lassen, aber ich denke, eine Stunde ungefähr würde ich es jetzt schon stehen lassen, damit du es auch einfach besser schneiden kannst. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Soße für das Vitello Tonnato, denn was wäre dieses richtig schön geschmorte Kalbfleisch ohne diese cremige Soße mit Thunfisch und Mayonnaise? Mit der Mayonnaise beginnen wir jetzt auch. Ich mache hier eine selbstgemachte Mayo. Dazu brauche ich 2 Eigelb, die ich zusammen mit 1 Teelöffel Dijon-Senf verrühre. Jetzt mit einem Schneebesen oder mit einem Mixer konstant rühren und dabei insgesamt 200 ml Pflanzenöl. Ich habe hier ein Rapsöl verwendet, weil mein Olivenöl häufig doch zu intensiv im Geschmack ist. Einfach unterrühren, so lange bis das Ganze emulgiert und zu einer richtig schönen festen Masse wird. Und genau diese cremige Mayo, die die Basis unserer Soße ist, die vermenge ich jetzt mit 1 Dose Thunfisch, den natürlich vorher abtropfen lassen. Ich habe hier Thunfisch aus nachhaltiger Fischerei und in eigenem Saft oder im eigenen Aufguss verwendet. Außerdem kommen 3 Sardellenfilets mit dazu, dann noch 2 Teelöffel Kapern, 1 Esslöffel Weißweinessig und den Saft von 1/2 Zitrone. Für ein bisschen mehr Geschmack und für eine etwas dünnere Konsistenz gebe ich außerdem noch 3 Esslöffel von dem Kochfond mit dazu, in dem das Fleisch gekocht hat. Alles kannst du im Mixer einmal kurz zu einer cremigen Soße verarbeiten und dann schmeckst du das Ganze mit Salz und Pfeffer und vielleicht noch einem Spritzer Zitronensaft ab. Ja, und das ist an Vorbereitung dann auch schon alles. Du musst jetzt eigentlich nur noch dein Kalbfleisch dünn aufschneiden. Das geht am besten mit einer Aufschnittmaschine oder mit einem wirklich sehr, sehr schönen scharfen Messer. Richte das dünn geschnittene Kalbfleisch jetzt auf einer schönen Platte oder auf einem Teller an und übergieße es dann einfach mit der Soße, die wir hier eben gemacht haben. Als Deko eignet sich frischer Rucola, geschnittene Zitronenscheiben, gerne auch ein paar Kapernäpfeln. Das sind diese großen Kapern, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Schmecken wunderbar dazu und sehen auch richtig gut aus. Außerdem noch ein bisschen Salz, ein bisschen weißer Pfeffer. Und jetzt habe ich noch einen besonderen Tipp für euch, denn das Vitello Tonnato, das könnt ihr wunderbar im Kühlschrank über Nacht ziehen lassen. Zusammen mit der Soße, dann zieht der ganze Geschmack von dem Thunfisch auch mit in das Fleisch ein. Das ist herausragend gut, das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Also nicht alles auf einmal aufessen, sondern gerne ein bisschen Geduld haben und dann mit ein bisschen Ruhezeit probieren. Da müsst ihr euch übrigens auch keine Sorgen machen um das Eigelb, wenn ihr frische Eier verwendet in der Mayonnaise, dann ist es kein Problem, das einen Tag stehen zu lassen. Wenn ihr da jetzt natürlich ein bisschen unsicher seid und denkt, okay, ich traue mir das nicht so ganz zu oder die Eier, die ich benutze, sind vielleicht nicht so ganz frisch oder stehen schon ein paar Tage im Kühlschrank, dann könnt ihr auch problemlos eine gekaufte Mayonnaise verwenden oder ihr pasteurisiert das Eigelb. Aber wie das geht, das verrate ich euch mal in einem anderen Video. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich natürlich auf euren Kommentar, wie euch das Vitello geschmeckt hat. Lasst mich das gerne wissen. Hier sind noch ein paar weitere Videovorschläge für euch. Und ja, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Mm-hmm.